einer Schuhkontrolle. Oh, wait, no, wait, warum, aber das müssen wir jetzt alle machen. Room Tour, das ist unser Eingang. Wir haben die Room Nummer 9 und let's go. WC, Toilette hier und das ist unser Schlafbereich. Die haben sich Mühe gegeben, ich muss sagen, voll süß. Hatten wir bis jetzt bei keiner Unterkunft. Und the Highlight ist hier. Ich nehme euch mal raus. Tag. 2 Nächte, 3 Tage. Hier werden wir definitiv Karten spielen. Also diese Unterkunft nennt sich Lodge. Ich liebe es jetzt schon. Das ist die beste Unterkunft zwischen den ganzen, die wir bis jetzt hatten. I like. Und für die Moskitos und Mücken haben wir sogar Mückenschutz. Ich liebe es. Und das Beste, wir haben bis jetzt immer wieder ein komplett full Outfit-Spiegel. Schaut nicht, wie ich heute aussehe. Wir hatten 8 Stunden Fahrt. Die Erdmenschen, ne? Sind das nicht irgendwie? Ja, grüß dich, komm her, wo hast du den Futterbrat? Wohin kommt ihr denn? Und wieder kein Fotoapparat mehr. Nee, aber wirklich. Es ist ein Jammer. Aber ich gucke mir das hier. Einfach dazu gestoßen. Wie gesagt, in der Wildnis. Ja, verschimpft mal hier mit uns. Bibi! Wir gehören gar nicht hier, genau. Ihr seid richtig. Das ist ja was. Hört mal hier um mich herum. Aber Erdmännchen haben wir auf jeden Fall zwei oben. Die machen mir schon ein bisschen Angst, aber. Das sind kleine Ratten. Nee, Erdmännchen sind das nicht. Hast du vor Ratten Angst? Ja, ja. Aber schau mal, der hatte was. Oh, der hat was. Ein Tut cool. Tschüss. Da sind immer noch welche. Ist er gesagt, ne? Mit dem Kittelibis. Da vermisst man direkt Bagheera, wa? Schäme, ich kick mir. Meint der hat uns gern? Oder sie hat uns gern? Guten Morgen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Flowers. Guten Morgen. Wir haben 6 Uhr, nicht mal, 15:15. Und machen uns auf den Weg auf die Safari-Tour mit dem Jeep, Pirschfahrt, ganz früh am Morgen, damit wir auch ganz viele Tiere sehen. Mal gucken. Naja, ich nehme euch gleich jetzt mit, wenn wir ein bisschen mehr, bessere Lichtverhältnisse haben. Müsste gleich in einer Stunde, die Sonne müsste in einer Stunde aufgehen und ja, ich melde mich gleich. Ich freue mich. TH.
Wir haben eine kleine Pause eingelegt. Hier zeige ich euch mal unsere Jeeps. Vielleicht habe ich die schon gezeigt, aber ja, richtig cool. Wir haben schon einige Tiere gesehen, die ich euch gezeigt habe, aber ich hoffe noch auf etwas größere Tiere. Unbedingt möchte ich einen Elefanten sehen. Mal schauen. Ich liebe es gerade. Schaut euch mal diesen Riesenbaum an. Ich liebe Bäume. Coffee with milk? Eine kleine Teepause gönnen wir uns gerade. Obwohl Kaffee und ich habe Tee. Schaut mal, ich suche den Yasin. Wo ist er? Hier. Und die Gruppe ist hier hinten. Dieser Typ hält sich nicht an die Vorschriften. Ach, schaut mal, was der da gefunden hat. Also Yasin ist einfach nach unten und hat mich da zu sich gerufen. Und oben unser Guide sagt, hier sind Krokodile, wir sollen wieder hoch. Wir haben trotzdem ganz schnell Fotos gemacht. Hoch mit dir. Danke. Vorne sind wieder die jetzt gerade jeder sehen. Deswegen keine freie Sicht. Ja, siehst du was? Nein. Mit dem Fernglas habe ich ganz kurz, Minisekunde was gesehen. Giraffe, Giraffe, weg! Die anderen alle dran vorbeigefahren. Wir sind wieder da. Wir haben sogar spät gefrühstückt. Ja, ganz kurz zu der Safari-Tour. Moment. Kurz ein Feedback zu der Safari-Tour. Also Jeep-Safari-Tour. An sich eine richtig coole Sache. Ich finde auch Landschaft unbezahlbar schön. Aber wir haben einen nervigen Jeep-Fahrer erwischt. Hallo.
Also wir waren mit unserem, also ich war, obwohl wir waren, mit unserem Jeepfahrer nicht zufrieden, muss ich sagen. Der hat auch kein Trinkgeld bekommen von uns. Finde ich schade. Er ist nämlich immer an den kritischsten Punkten oder die an den wichtigsten Punkten, sage ich mal, Stops nicht genug stehen geblieben oder gar nicht stehen geblieben. Wir haben immer Stopp gerufen. Manchmal hat er reagiert, manchmal nicht. Bei den Elefanten waren wir relativ kurz, meiner Meinung nach. Und ja, bei den Giraffen doch. Ja, also wir haben tolle Tiere gesehen. Am liebsten hätte ich aber ein bisschen mehr davon gehabt. Aber im Endeffekt eine coole Sache, coole Erfahrung. Definitiv empfehlenswert. Ich habe aber auch gesehen, dass die Gruppe hinter uns mehr gefilmt hat und mehr gesehen hat, weil der Fahrer einfach cool drauf war. Also unser hatte irgendwie einen Termin, habe ich das Gefühl, und musste schnell wieder ankommen. Wir waren auch die Ersten von der Gruppe, die wieder da waren. Ja, aber ich liebe es. Jetzt bin ich kurz wieder im Zimmer, werde mich umziehen, werden nämlich in 2 Stunden uns wieder treffen und eine weitere Safari-Bootsfahrt dieses Mal machen. Darauf freue ich mich. Ich mache mich jetzt frisch und melde mich gleich bei euch. Okay, Starthilfe für unseren Boot. 1, 2, 3, go! Ja, da ist ja, da ist und am besten hilft der erste mit. Jump in, Yasin. Okay. Danke schön. Hey. Kurz zur Geschichte. Wir sind hier in einem Fluss, der bis zum Indischen Ozean fließt und auch noch Botswana, Namibia, Simbabwe, Sambia, alles wird durch alles fließt dieser Fluss. Und wir haben hier rechts, zeig mal, obwohl links haben wir Botswana. Hier auf der Seite ist Botswana. Und rechts haben wir dann direkt schon Namibia. Und das ist die Insel, um die sie sich gestritten haben. Und im Endeffekt ist die Insel doch noch für die botswanische Bevölkerung.
vorbei. Jetzt da war Blödem. Bitte, Tibo. Sorry. Elle veut pas qu'il quitte. Oh, der hat sich nicht getraut. Das essen gerade die Elefanten. Ich hoffe nicht. Evet Ayşe'cim, duygularını alayım. Daha yakına çekseydin. Duygularını alayım, kafa sallamaktan hariç ne derdin? Çok güzel. Hemen güzel. Richtig genial, wir haben richtig viele Elefanten gesehen. Das war mein Ziel. Das war mein Ziel. Also das war eine richtig gute Investition und gute Idee, am letzten Tag noch das hier zu kaufen. Also wer eine Safari-Fahrt macht, muss unbedingt ein Fernglas dabei haben. Sonnenuntergang genießen. Wir stoppen hier gerade extra, damit wir den Sonnenuntergang sehen können. Und der sieht schon jetzt schon wunderschön aus, oder? Sieht davor vor allem. Mit dem Baum.
time to end. Wir sind wieder angekommen. Ja. Haben den Sonnenuntergang genossen. Hatten einen schönen Sonnenuntergang. Und ja, jetzt heißt es Abschied nehmen. Unsere Lodge. Katze, bye bye, wir sehen uns gleich. Ich liebe es hier. Ich werde mich morgen schwer hier verabschieden. Hallo Freunde. Heute besuchen wir in Simbabwe die Victoria-Fälle. Also, ihr müsst damit rechnen, dass ihr an jeder Staatsgrenze auschecken müsst, einchecken müsst, die jeweils immer ein Formular ausfüllen müsst. Und wir haben hier jetzt beim, also weil wir in Simbabwe noch nicht einreisen wollten, mussten wir 30 US-Dollar oder 30 Euro zahlen. Und das hat einmal eine Stunde, genau. Genau, und das hat eine Stunde gedauert. Und ich glaube, das dauert noch. Schaut mal, unser Bus ist nämlich komplett leer. Wir sind die ersten drei, die schon eingecheckt sind sozusagen. Und ja, damit müsst ihr mit rechnen. Migriert. Hakuna Matata. Nicht viele Alpen. Okay, wir sind alle da. Interessante Details. Schaut mal. Victoria-Fälle sind hier unten. So tief. Krass, oder? Das werden wir gleich alles sehen. Habe ich nicht verstanden, warum wir eine Regenjacke ausleihen sollten. Jetzt verstehe ich es definitiv. Hört ihr es? Krass. Wir sind fettchen nass. Einfach nur genial. Von dem ganzen Nebel, schaut mal, kann man fast gar keinen Wasserfall erkennen. Seht ihr, wie krass es gerade regnet?
Oh mein Gott. Einfach nur richtig cool. Ich liebe es. Okay, wir hatten 11 Points und das ist jetzt der letzte, also Point Number 12. Let's go. Also man sieht mittlerweile fast gar nichts mehr. Schaut mal, umso mehr regnet es immer ein Stück mehr, obwohl hier gerade nicht, interessanterweise. Und let's go. Seht ihr hier irgendwo einen Wasserfall? Ihr hört es nur. Da ein bisschen. Seht ihr diesen Unterschied? Okay, hiermit beende ich auch die Victoria Falls. Wir werden jetzt ganz schnell zurückrennen. Die Gruppe sehen wir eigentlich gar nicht mehr, deswegen lasst uns beeilen. Ich nehme hier definitiv diesen Elefanten mit, weil wir haben so viele Elefanten gesehen. Elefanten aus. Dem da? Nein, das wurde den Rüssel nach oben hat. Nee, der ist süß, der ist schön. Ich finde die Farbe sehr schön. Und die beiden habe ich auch mitgenommen. Ja, schön in der Reihe bleiben. 10 Euro kannst du vor. Das ist für die Maul- und Klauensäure von den Tieren. Hm, Seuche. Ups. Das war für die Seuche. Tierseuche, die man an den Füßen wohl haben könnte. Okay, wir hatten unseren Stress an der Staatsgrenze. Ganz problematisch. Schon wieder? Ja, schon wieder. Dieses Mal war das Problem, dass wir beim Auschecken, beim Ausreisen keinen Stempel bekommen haben. Wir sind einfach hier durchgefahren. Und jetzt, wo wir jetzt nach Botswana wollen, also einreisen wollen, macht jetzt die Behörde Probleme. Warum habt ihr euch nicht, warum habt ihr nicht davor schon einen Stempel? Und jetzt fehlt uns ein Stempel und die wollen erstmal keinen Stempel geben, sodass wir einreisen können. Und jetzt auf einmal können die wohl doch einen zweiten Stempel geben, also zwei gleichzeitig, wenn wir pro Kopf 1000 Euro, also 1000 Botswana Geld, also 100 Euro zahlen. Also wenn wir 100 Euro zahlen, bekommen wir unseren zweiten Stempel. Dann klappt es wohl. Pro Nase 100 Euro. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Pro Nase wollen die 100 Euro haben. Wir haben aber Glück, dass sie bei uns schon fehlerhaft schon beide Stempel, ohne dass sie von uns Geld bekommen hat, gestempelt hat. Was der Rest jetzt macht, weiß ich nicht. Was die Reiseagentur macht, weiß ich auch nicht, weil es ist ja kein Fehler von unserer Seite, sondern eher von der Reiseagentur, weil die einfach durchgefahren sind. Verstehe ich nicht. Wir sind wieder angekommen bei unserer Unterkunft und ja, also, es war einfach unbeschreiblich schön. Jedes Mal
Ich finde, jeden Tag haben wir so tolle Eindrücke, die wir noch verarbeiten müssen und hoffentlich nie vergessen werden. Einfach wunderschön. Ja, als nächstes steht heute eine Grillparty an. Mal gucken, was wir essen werden. Wir essen ja hier nur vegetarisch, wisst ihr ja. Könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, warum auch. Und ja, mal gucken. Ich freue mich dennoch auf die Grillparty, weil ich weiß, dass ich genug Alternativen finden werde. Falls ich was filme, zeige ich euch das jetzt. Am Lagerfeuer warten wir gerade auf das Essen. Unser Tisch ist schon gedeckt. Am Pool, direkt am Pool. Und hier wird gegrillt. Wir haben nachgefragt, wir haben kommt auch etwas Leckeres für uns auch. Ist hier, hier ist es so gemütlich. Kannst du die Kamera halten, bevor man grinst? Ja. Okay, thank you. Okay, today we eat traditional food. That one is Chakalaka and that's your Bab. Kartoffelauflauf und Reis. Und ja, genug gefunden, oder? Und ja, Mädels, das war es auch schon von meiner Seite. Ich verabschiede mich bei euch. Ich hoffe, Teil 3 meines Vlogs, Reisevlogs, hat euch gefallen. Schreibt mir mal bitte in den Kommentaren, ob euch allgemein meine Reise so interessiert hat oder ob ihr gerne geschaut habt oder was euch vielleicht gefehlt hat oder was euch vielleicht gefehlt hat. Ja, wenn das hier an sich die Folgen gut ankommen, werde ich höchstwahrscheinlich jedes Mal, wenn ich so eine tolle Rundreise oder allgemeine Reise mache, euch jedes Mal mitnehmen. Ja, das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Eure Hijab-Pflanze.